Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Webseminar zum Thema Akzeptanz für den erneuerbaren Ausbau vor Ort. Ich begrüße auch unsere heutigen Referenten. Das sind Nicole Lüdi von der Fachagentur Windenergie an Land. Hallo, Frau Lüdi. Sowie Jan Hildebrandt und Irina Rau, beide vom Institut für Zukunftsenergie und Stoffstromsysteme, IZES. Hallo an Sie beide. Mein Name ist Magdalena Margusch. Ich arbeite für die Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg und werde Sie heute durch die Veranstaltung begleiten. Immer längere Genehmigungsverfahren, unzählige Projekte, die feststecken, Standorte, die aufgegeben werden. Wir wollen heute einmal da genauer hinschauen, wo es oft hakt beim Ausbau der Erneuerbaren, nämlich bei der lokalen Akzeptanz gegenüber Planungen und Bau neuer erneuerbaren Energienanlagen. Egal ob Windpark, Biogasanlage, Freiflächen, Photovoltaik oder Geothermie, an vielen Orten kommen ähnliche Fragen und Bedenken auf, müssen Kommunen und Projektierer damit umgehen, dass nicht alle Anwohnerinnen der Gemeinde oder Stadt mit den Planungen einverstanden sind. Doch was verstehen wir eigentlich unter Akzeptanz? Wie zeigt sie sich? Welche Faktoren führen dazu, dass Anwohnerinnen sich neuen Projekten positiv, neutral oder eben auch negativ gegenüber aufstellen und dies dann auch artikulieren? Unsere heutigen Referenten stellen uns aktuelle Umfragen und Projektergebnisse rund um das Thema Akzeptanz vor. Näher anschauen wollen wir uns dabei vor allem Kommunikation und Beteiligungsverfahren. Auf die finanzielle Beteiligung von Kommunen vor allem auch wollen wir in einem gesonderten Webseminar im Laufe des Jahres eingehen. Ganz kurz noch zur Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg. Wir sind der Dachverband der erneuerbaren Energienbranche hier in Baden-Württemberg, wurden 2019 gegründet, um die Zusammenarbeit über die Branchen, über die Sektoren hinweg zu stärken und politisch mit einer Stimme aufzutreten. Wenn Sie Interesse an einer Mitgliedschaft haben, dann melden Sie sich gerne im Anschluss bei uns in der Geschäftsstelle. Ein kurzer Überblick über die heutige Veranstaltung. Wir haben zwei Vorträge und im Anschluss auf jeden Fall noch genügend Zeit für Ihre Fragen und Diskussionspunkte. Nicole Lüdi wird auf die Diskrepanz zwischen der recht großen generellen Zustimmung zur Energiewende und der Akzeptanz vor Ort eingehen und dabei auch die Gruppe der schweigenden Mehrheit näher beleuchten. Und Jan Hildebrandt vom IZES wird uns verschiedene Akzeptanzfaktoren vorstellen und dabei, wie gesagt, vertieft auf Kommunikation und Beteiligungsverfahren eingehen. Bevor wir jetzt gleich starten mit den Vorträgen, ein paar technische Hinweise. Das Seminar wird aufgenommen und Ihnen mit den Folien im Nachgang zur Verfügung gestellt. Bei technischen Fragen können Sie hier das Chatmodul nutzen und bei großen Problemen am besten noch einmal sich ausloggen und wieder einloggen. Für inhaltliche Fragen und Diskussionsanregungen nutzen Sie bitte Slido. Gehen dazu über Ihr Handy oder eine neue Seite im Browser auf slido.com und unter dem Hashtag Akzeptanz können Sie dann Ihre Fragen stellen, am besten mit Nennung Ihres Namens und Ihrer Institution. Und nun gehen wir auch schon zum ersten Vortrag von Nicole Lüdi. Sie ist Referentin für Akzeptanz und Beteiligung bei der Fachagentur Windenergie an Land. Und die FH Wind ist ein ganz spannender Verein, der von Bund, Ländern, den kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschafts- und Naturschutzverbänden sowie Unternehmen getragen wird und damit eben eine ganz große Bandbreite von Akteuren versammelt, mit dem Zweck, den Ausbau der Windenergie zu unterstützen. Dann hoffe ich, dass wir den Vortrag von Frau Lüdi jetzt auch direkt sehen. Ja, vielleicht kann ich schon mal guten Morgen sagen. Jetzt sollten Sie ihn auch sehen, wenn ich richtig informiert bin. Perfekt. Herzlichen Dank. Und dann würde ich doch einfach direkt losstarten, wenn das für Sie in Ordnung ist, Frau Margusch. Gut, genau. Herzlichen Dank für die Einladung und auch willkommen von meiner Seite. Ich freue mich, heute den Auftakt zu machen, Sie in einem ersten Referat quasi mitzunehmen in das weite Feld der Akzeptanz. Und natürlich ist es so, dass Akzeptanz so vielschichtig ist, dass wir hier nur einen kleinen Ausschnitt jetzt zusammen angucken können. Aber wir sind uns einig, dass dieses Thema von Relevanz ist und mit der aktuellen Bundesregierung und den gemachten Ausbauprognosen oder Plänen nochmal deutlich an Virulenz steigern wird.
Ich würde heute gern diesen ersten Zugang mit Ihnen finden über eine Studie, die wir letztes Herbst durchgeführt haben. Das ist die Umfrage zur Akzeptanz der Windenergie an Land. Dafür würde ich Ihnen ganz kurz theoretisch sagen, was wir gemacht haben, dann aber vor allem den Hauptteil nutzen, um die Ergebnisse vorzustellen, mit Ihnen zu reflektieren und dann am Schluss ein Fazit zu ziehen, was aus unserer Sicht heraus so die Hauptmessage ist. Genau, und dann würden wir jetzt einfach loslegen. Diese Studie führen wir schon seit 2015 jährlich durch. Wir hatten tatsächlich einmal nicht gemacht, aber sonst immer. Das war die 7. Befragung jetzt. Wir haben im August 2021 die Daten erhoben. Dabei hat uns wie immer Forsa unterstützt. Wir haben auch dieses Mal rund 1000 Menschen befragt und so haben wir jetzt eine schöne Zeitreihe, die ich mit Ihnen zusammen angucken kann. Und damit auch schon zu den Ergebnissen. Das erste Ergebnis, das ist unsere erste Frage auch in dieser Umfrage, ist die Frage nach der Akzeptanz der Nutzung und Ausbau von Windenergie an Land aufgrund der beschlossenen Energiewende. Wie wichtig das die Leute empfinden. Und wie Sie hier in diesem großen Kreis sehen, empfinden das 80% der Leute als eher oder sehr wichtig. Und wenn Sie nebendran diese Säulen anschauen, die sind zwar klein beschriftet, aber im Wesentlichen sehen Sie, dass die eigentlich immer sehr ähnlich aussehen. Die kleinen Schwankungen, die das darin hat, ist der Fehlertoleranz im Prinzip geschuldet. Also das heißt, wir können belegen, dass seit 2015 die Akzeptanz für den Ausbau für die Nutzung und den Ausbau der Windenergie sehr konstant ist in der Bevölkerung. Wir haben dann aber natürlich auch noch ein bisschen genauer hingeschaut und geguckt, wie sieht es denn aus mit der Akzeptanz der Windenergieanlagen im Wohnumfeld. Das ist jetzt eine nicht so schöne Präsentation aus Kommunikationssicht, aber sie enthält alle wichtigen Informationen. Lassen Sie mich sie an die Hand nehmen. Wenn Sie den großen Kreis angucken, dann sehen Sie, dass 46% der Leute gesagt haben, ja, bei mir im direkten Wohnumfeld gibt es Windenergieanlagen. Und 50% der Leute haben gesagt, nee, bei uns gibt es davon keine. Und wenn wir jetzt auf die rechte Seite gehen, zu diesem kleineren Kreis, dann sehen wir, dass die Leute mit Windenergieanlagen im Wohnumfeld zu 78% sagen, dass sie damit voll und ganz oder eher einverstanden sind. Und auf der anderen Seite, auf der linken Seite, sehen Sie, dass die Leute, die keine Windenergieanlagen bis jetzt im Wohnumfeld haben, sagen, wenn bei uns eine gebaut werden sollte, hätte ich diesbezüglich gar keine Bedenken oder weniger große Bedenken. Und diese zwei Punkte sagen 74% der Leute. Also auch hier eigentlich eine komfortable Akzeptanz. Und ganz unten gibt es eine Zeitreihe, die können Sie sich dann auch noch genauer ansehen, wenn Sie die Folien bei sich dann vorliegen haben. Und die zeigen wiederum auch, dass auch diese Werte über die Jahre hinweg eigentlich unverändert geblieben sind. Also keine Veränderung zu vermerken. Und weil wir ja im August unterwegs waren, haben wir die Leute auch noch gefragt, ja, was man dann von der neuen Bundesregierung, die damals noch nicht bekannt war, erwarten wird bezüglich der Windenergie an Land. Und da haben doch immerhin 61% gesagt, dass sie eigentlich möchten, dass die neue Bundesregierung stärker auf den Ausbau der Windenergienutzung an Land setzt. Und immerhin 18% noch dazu, die sagen wie bisher. Also insgesamt auch hier ein klarer Auftrag, ein klares Bild. Und so bleibt dann eigentlich auf Basis dieser Zahlen, auf dieser ersten Zahl mal die Frage, was ist denn jetzt eigentlich das Problem mit der Akzeptanz? Wir nehmen das einfach anders wahr, wenn wir in der Realität hineingucken. Und da scheinen mir zwei Dinge ganz wichtig, die wir einfach uns immer wieder vor Augen führen sollten. Erstens, Akzeptanz ist ja nicht ein Objekt, was nur akzeptiert wird, sondern es ist ein vielschichtiges Konstrukt und man muss immer wieder fragen, was genau akzeptieren denn die Leute jetzt? Und was wir bis jetzt an Zahlen gesehen haben, da ging es so rum um eine Vision und so ein größeres Ziel, so etwas Generelles. Vielleicht könnte man sagen, so der Beitrag der Windenergieanlage zum großen Ganzen, zur Energiewende. Und da kann man sagen, ja, da ist die Akzeptanz weit verbreitet. Gehen wir aber in die Umsetzungsebene hinein. Auch da können wir wieder fragen, wird tatsächlich die Technologie vor Ort, die da gewählt wurde, konkret eingesetzt wurde, die Größe des Windrads oder was auch immer nicht akzeptiert? Oder wird die Technologie akzeptiert, aber der Prozess, wie sie implementiert wurde, war unglücklich?
Oder ist es am Ende der, der involviert ist, der das Projekt vorantreibt, der mir eigentlich nicht sympathisch ist? Also hier ein ganzes breites Spektrum an Sachen, die eigentlich einen Einfluss haben können, wie wir Akzeptanz empfinden oder nicht. Und da muss man genauer hinschauen. Und der zweite Gedanke, den man sich immer wieder bewusst machen muss, ist, dass Akzeptanz auch nichts Statisches ist. Das heißt, Akzeptanz verändert sich über die Zeit und kann, auch wenn man es mal gewonnen hat, die Akzeptanz genauso auch wieder verloren gehen oder auch umgekehrt. Das Schicke aber daran ist, dass Akzeptanz volatil ist, das gibt natürlich auch Möglichkeiten, da Einfluss zu nehmen. Diese Grafik, die ich Ihnen hier zeige, die finden Sie übrigens auch in der Studie abgedruckt. Da wollen wir im Prinzip zeigen, dass Akzeptanz sich im Projektverlauf eben auch verändern kann. Also wenn wir uns das so vorstellen können, im idealtypisch hier dargestellt ist, man startet vielleicht eigentlich mit dieser guten Ausgangssituation, wo man grundsätzlich nichts gegen Windenergie hat, dann hört man plötzlich so erste Projektgerüchte, es beginnt dieses Windhundrennen um die Sicherung der Flächen, es entstehen Gerüchte, Bürgerinitiativen sind schon gegründet, bevor überhaupt die erste Informationsveranstaltung geschieht. Und in diesem Prozess gibt es natürlich ganz viele Stolpersteine und Ängste und Sorgen, die entstehen können und dann vielleicht eben noch nicht aufgegriffen werden, ernst genommen werden können. Wenn dann der Bürgerentscheid trotzdem zum Beispiel die Hürde genommen wurde, haben wir auch immer wieder schon erlebt, dass dann nach dem Bau mit der Inbetriebnahme die Gemüter ja, sich wieder beruhigen, die Akzeptanz wieder steigt. Das ist immer so in dieser dramatischen Kurve, wie das hier dargestellt ist, sei dahingestellt, aber es soll ja zum Ausdruck bringen, wie volatil die Akzeptanz auch sein kann. Mir scheint wichtig, was wir jetzt machen müssen, mit unseren Daten nochmal, zurückkommend auf die Studie, zu gucken, wo haben wir denn in der Studie Ansatzpunkte, die wir belegen können oder genauer angucken können. Das sind zwei Punkte, die ich mit Ihnen angucken möchte. Das eine bezieht sich darauf, wie Projekte gemacht werden und das andere darauf, was für Akteure vor Ort unterwegs sind. Kommen wir zur Umsetzung, wie es gemacht wird. Wir haben in unserer Studie und wohlgemerkt, das ist eine kleine Studie, es gibt ganz viele andere Aspekte, die man auch hätte abfragen können, aber wir haben hier jetzt eine Auswahl an Aspekte abgefragt, wo wir die Leute gefragt haben, was ist denn euer Wunsch bezüglich der Projekte? Also wir haben gefragt, falls bei Ihnen Windenergieanlagen errichtet werden sollten, wie wichtig wären Ihnen persönlich die folgenden Punkte? Und diese Punkte waren sowas wie frühzeitig und angemessen informiert zu werden, dass meine Kommunen mitgestalten, mit beeinflussen können, diese Projekte, dass die Kommunen auch von den Projekten profitieren können, und zwar spürbar finanziell zum Beispiel profitieren können, dass die Anlagen im Wohnumfeld auch mal als Bürgerenergieprojekt umgesetzt werden oder dass ich mich selber einbringen kann. Und wie Sie jetzt hier an den Antwortverhalten sehen, sind die Top 3 der Wünsche sowas wie der Dreiklang der Akzeptanz, sagen wir das mal so, und zwar Transparenz, Beteiligung und finanzielle Teilhabe. Und zwar Beteiligung und finanzielle Teilhaben im großen Ganzen der Bevölkerung, eher auf die Kommunen bezogen, selber sich einbringen wollen nicht alle, das ist ja auch klar. Aber gucken wir uns doch mal an, weil das haben wir uns auch, haben wir die Leute auch gefragt, die Windenergieanlagen in ihrem Wohnumfeld haben, wie haben sie denn das Projekt tatsächlich wahrgenommen? Also inwiefern treffen folgende Aussage auf die Anlagen in ihrem Wohnumfeld zu? Und da muss man einfach sagen, diese Zahlen sind selbstsprechend. Also hier tut sich eine Diskrepanz auf zwischen Wunsch und Wirklichkeit oder, um präziser zu sein, zwischen Wunsch und wahrgenommener Wirklichkeit. Natürlich könnte man jetzt als eines Learning mitnehmen, die Projekte müssten mehr im Sinne der Leute ausgestaltet sein, aber vielleicht müssen sie auch einfach mehr kommunizieren, dass sie die Projekte eigentlich im Sinne der Bürger ausgestaltet haben. Zur zweiten Vertiefung, die ich mit Ihnen anschauen wollte. Und zwar geht es hier um die Ausprägung von Akzeptanz. Akzeptanz als theoretisches Konstrukt kann man natürlich sagen, das kann einerseits positiv sein oder negativ, also Zustimmung oder Ablehnung der Windenergieanlage befassen, oder passiv oder aktiv sein.
Passiv heißt, ich kann etwas nicht gut finden, aber einfach die Faust im Sack machen. Oder ich kann darüber meckern, öffentlich am Stammtisch. Oder ich kann sogar engagiert sein und etwas dagegen unternehmen. Wir haben das jetzt mit unseren Daten so operationalisiert, dass wir gesagt haben, positiv sind die Leute, die den Ausbau und die Nutzung der Windenergie wichtig oder sehr wichtig empfinden. Negativ natürlich die, die es als unwichtig bewertet haben. Und die Passiven, haben wir gesagt, das sind die, die keine Demonstrationsbereitschaft angeben. Und die aktiven Leute sind die, die grundsätzlich vorstellen könnten, für ihre Sache zu demonstrieren. Konkret heißt das zum Beispiel, wenn jemand gegen Energie ist, ich würde gegen im Wohnfeld geplante Windräder demonstrieren gehen. Und dann, wenn da jemand Ja gesagt hat, kommt er ins aktive Feld. Für die positive Seite, da mussten wir ein bisschen eine andere Frage stellen. Da haben wir gesagt, für die Energiewende demonstrieren, auch wenn Windenergieanlage gebaut würden, bei mir direkt vor Ort, das würde ich trotzdem tun. Und was sind jetzt die Ergebnisse, wenn man die Leute nach ihrem Antwortverhalten sortiert in diese vier Kästchen? Wir sehen, einen großen Teil der Bevölkerung ist für die Windenergie, also hat eine große Akzeptanz der, aber sie ist eher passiv. Nur wenigere, also der kleinere Teil von denen, die dafür sind, würde auch tatsächlich dafür demonstrieren für dieses Thema. Umgekehrt haben wir viel weniger Leute, die ablehnend sind. Aber die Ablehnung mobilisiert mehr. Und was hat das zur Folge für uns, die wir da gegebenenfalls vor Ort unterwegs sind? Wir hören und erleben die Ablehnung viel stärker. Die zustimmende Mehrheit bleibt weitgehend positiv. Stumm. Die zustimmende Mehrheit bleibt weitgehend stumm. Also was fangen wir damit an? Wie, und das ist die zentrale Frage an der Stelle, können wir schaffen, dass eben auch die Befürworter ihre Meinung transportieren und damit auch deutlich zeigen, wir sind in der Mehrheit. Was ist das Fazit? Zuerst die Zusammenfassung nochmal. Also die allgemeine Akzeptanz, die ist gegeben, die ist konstant, das belegen ganz viele verschiedene Studien. Auch der Auftrag an die aktuelle Regierung ist relativ klar formuliert worden, aber es gibt Handlungsfelder, zwei davon haben wir jetzt gerade kennengelernt. Und was die Wunsch und die Wirklichkeit der Projektumsetzung anbelangt, scheint es mir wichtig zu enden damit, nochmal zu erinnern, was sind die Mittel, die wir hier zum Einsatz bringen können? Kommunikation als Basis für alles, natürlich, aber auch Öffentlichkeitsbeteiligung, finanzielle Teilhabe. Das sind Mittel, um den Zweck oder für den Zweck bei den Leuten Transparenz zu schaffen, Verfahrensgerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit wahrnehmbar lassen zu werden. Und wenn dieses gelingt, diese zwei Sachen, dann hat man die Chance tatsächlich, dass Energiewende bzw. Windenergie an Land akzeptiert wird. Und nochmal, es ist wichtig zu betonen, dass das Akzeptanz dauerhaft ist. Das ist das Ziel von denen, die die Windenergie vorantreiben wollen. Die Leute vor Ort müssen Verteilungsgerechtigkeit, Verfahrensgerechtigkeit und Transparenz erleben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön, Frau Lüdi, für Ihren Vortrag. Und damit gehen wir jetzt auch schon direkt weiter zu Jan Hildebrand vom Institut für Zukunftsenergie und Stoffstromsysteme. Er ist dort Leiter des Arbeitsfeldes Umweltpsychologie. Und das ist eines von fünf Arbeitsfeldern am IZES. Und die Umweltpsychologie dort, das Arbeitsfeld, beschäftigt sich eben auch sehr stark mit der Akzeptanzverordnung. An Sie jetzt, Herr Hildebrand. Ja, vielen Dank und von mir auch noch einen guten Morgen. Ich freue mich, hier ein paar unserer Ergebnisse vorstellen zu können. Ich habe den Vortrag zusammen mit meiner Kollegin Irina Rau vorbereitet. Aufgrund der kurzen Zeit haben wir uns entschieden, dass es einfacher ist, dass nur einer von uns das vorstellt und wir nicht einen zusätzlichen Wechsel haben in der Diskussion. Gleich sind wir dann beide zusammen und auch natürlich Ihnen vielen Dank, Frau Lüdi, das war natürlich eine sehr gute Vorlage. Wenn wir genau über die Akzeptanz sprechen, Sie haben schon viele Punkte angesprochen. Ich glaube, Sie haben auch die neuen Ziele der neuen oder die Ziele der neuen Bundesregierung angesprochen, dass jetzt tatsächlich auch
konkret 2% der Flächen als Ausbauziel festgelegt wurden. Das heißt, was wir jetzt die letzten 10, 15 Jahre beobachten, das wird noch weiter zunehmen, dass sich tatsächlich die Energielandschaft und gerade bei Windkraftanlagen natürlich im Wortsinn die Landschaft verändert und diese dezentralen Erneuerbaren viel stärker auch die lokale Lebensumwelt von Menschen verändern, positiv wie auch negativ. Und was wir auch sehen, nicht nur im Bereich der Erneuerbaren, sondern generell bei Infrastrukturen, im Bereich Energie haben wir natürlich auch den Netzausbau, der dort für viel bundesweite Aufmerksamkeit gesorgt hat, aber wir sehen es auch in anderen Bereichen. Wir haben ein steigendes gesellschaftliches Bedürfnis nach Mitbestimmung, nach Einflussnahme, also es ist quasi ein Megatrend. Und was mir hier noch ganz wichtig ist, nur als kleine Nebenbemerkung, wir diskutieren das jetzt natürlich hier für den bundesdeutschen Raum, aber diese ganzen Herausforderungen, weder den Klimawandel noch auch die Strategien dort über Erneuerbare dem zu begegnen, hat Deutschland exklusiv, sondern das ist natürlich eine globale Herausforderung und auch in vielen anderen Ländern gibt es diese Strategie über erneuerbare Energien, die Energieerzeugung nachhaltiger zu gestalten? Gibt es auch dann Akzeptanzfragen, die damit einhergehen? Und in dem Zusammenhang arbeiten wir zum Beispiel in einem Task der Internationalen Energieagentur 28 zur sozialen Akzeptanz von Windenergieprojekten und tauschen uns dort über Erfahrungen, Ergebnisse und Lessons learned aus. Und es ist schon interessant auch zu sehen, wie zum Beispiel auch einfach der kulturelle Rahmen und die jeweiligen spezifischen Ländervoraussetzungen dort einen Einfluss nehmen. Wichtig ist, das ist, möchte ich immer gerne betonen, wenn wir über Akzeptanz oder Akzeptabilität sprechen, dass es eben nicht darum geht, irgendwie für eine bestimmte Sache Akzeptanz zu verschaffen und dafür Strategien oder Überzeugungsmittel zu entwickeln, sondern dass es eigentlich tatsächlich darum geht, gerade weil wir diese gesamtgesellschaftliche Herausforderung haben, dass wir akzeptable Lösungen entwickeln und da mit den Akteuren zusammen. Und genauso wird es natürlich, wir haben eine Vielfalt an verschiedenen Menschen mit verschiedenen Interessen und Motiven, wird es natürlich auch immer Konflikte geben. Das heißt, Konflikte zu vermeiden, es sollte vielleicht nicht das Ziel sein, ist vielleicht auch gar nicht realistisch, sondern die konstruktive Konfliktbearbeitung. Und die sozusagen positiv zu nutzen und auch das Feedback quasi zur Planung mit einzubringen, um Planung dann zu verbessern. Und in dem Zusammenhang, das ist jetzt ein bisschen ja der Titel oder der Zuschnitt dieses Vortrags, sind natürlich Kommunikation und Beteiligungsprozesse ein wichtiges Vehikel oder ein wichtiger Raum, in dem das stattfinden kann. Und Frau Lüdi hat ja auch schon die verschiedenen Akzeptanzfaktoren angesprochen. Ich würde die gerne noch etwas erweitern. Ich habe mal zusammengestellt aus verschiedenen Studien, was so gesammelt wurde oder was sich empirisch auch ganz gut zeigen lässt. Und wenn wir sozusagen diese vier Hauptcluster, die Sie unten sehen, also wir haben Faktoren, die gehen einfach mit der Technologie einher. Ne? Windkraftanlagen sind zum Beispiel, haben eine bestimmte Höhe, haben auch bestimmte Materialien, die sie benötigen. Also wenn wir sozusagen auch über die einzelne Technologie hinwegdenken, über den Lebenszyklus, wir haben die Fragen des Recyclings, die dort eine Frage sind, wie nachhaltig ist es eigentlich, also was sozusagen so eine systemische Akzeptanz mit beeinflusst. Wir haben die Auswirkungen der Technologie auf Flora und Fauna vor Ort, Schallwirkung auf den Menschen zum Beispiel. Wir haben die verschiedenen Akteure, das heißt, wir haben nicht nur die Anwohnenden, sondern wir haben auch Naturschutzgruppen, die sich jetzt zum Beispiel auch, wir hatten ja die Koalition, die neuen Pläne angesprochen, die sich jetzt ganz aktiv melden, weil eventuell der Artenschutz etwas aufgeweicht werden soll. Wir haben, wie gesagt, die Umweltwirkung und wir haben den wichtigen Punkt der Planungs- und Genehmigungsverfahren. Und das sind halt die Zeitfenster, wo vor allen Dingen dann die lokale Bevölkerung, wo die Anwohnenden mit diesem Thema in Berührung kommen, vielleicht erstmalig sich auch Gedanken machen und wo dann diese verschiedenen Punkte abgewogen werden, wo sich darüber informiert wird und wo sich quasi, wo der Prozess der Meinungsbildung und damit vielleicht einhergehend auch die Akzeptanzbildung stattfindet. Wichtig ist nochmal der Vollständigkeit auch hier eine lokale Ebene, das lokale Projekt, das wurde schon angesprochen, das ist das eine. Wir haben umgekehrt auch die Bundesebene, da gibt es natürlich die repräsentativ Umfragen. Wir sehen aber auch, dass wir gerade auf dann der Bundeslandebene so systematische Akzeptanzlagen haben, zum Teil Netzwerke, die auch einhergehend mit Klimawandel, Leugnung oder auch mit bestimmten politischen Parteipräferenzen einhergehen, wo wir systematisch sehen, dass sich dort dann auch Windkraft oder insbesondere Windkraftgegner sammeln.
Heute habe ich gelesen, ist auch ja, macht Herr Habeck seinen Antrittsbesuch bei Herrn Söder, und auch das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass wir einfach auch uns die lokale Ebene wiederum eingebettet ist in einen größeren Rahmen. Und wenn zum Beispiel ein ganzes Bundesland oder zentral die Führung eines Bundeslandes, ne, sagt, mit über eine 10H-Regelung und sozusagen eine bestimmte Positionierung macht, hat das natürlich auch einen Effekt auf die lokale Ebene. Es wurden schon die Gerechtigkeitsfragen angesprochen, prozedurale oder Verfahrensgerechtigkeit stärker auf Planungs- und Genehmigungsverfahren, Verteilungsgerechtigkeit eher auf diese Balance von Kosten und Nutzen. Und in dem Zusammenhang ist eine Strategie jetzt ja auch, ne, das hatten Sie gerade auch gesagt, hatte Frau Lüdi auch gesagt, lokale Teilhabe zu ermöglichen. Für den Bereich wurde ja auch das EEG kürzlich nochmal geändert, um kommunale, finanzielle kommunale Beteiligung zu verbessern oder die Möglichkeit dort zu schaffen. Und wir arbeiten aktuell, nur kurz genannt, dazu gibt es dann ja dann später noch eine eigene Veranstaltung zur finanziellen Teilhabe. Ich wollte es nur kurz nennen, dass wir aktuell in einem Forschungsprojekt auch dazu arbeiten, weil auch die finanzielle Beteiligung ist natürlich wieder eingebettet in ein größeres Setting, und die anderen Akzeptanzfaktoren sind natürlich trotzdem da. Und jetzt nochmal von aus dem Blickwinkel von Kommunikation und Beteiligung gedacht, auch die Wertschöpfungseffekte oder die Posteneffekte über die finanzielle Beteiligung müssen ja wahrnehmbar sein, müssen sichtbar werden, müssen kommuniziert werden. Wenn Kommunen profitieren und Bürger oder Anwohner das nicht wahrnehmen, dann wird auch diese Verbindung mit der Windkraft oder mit der anderen, mit der erneuerbaren Energieanlage nicht gemacht. Oder wenn sie es zwar wahrnehmen, dass dort eine Schule, ein Schwimmbad, ein Sportverein, quasi das Gebäude saniert wurde, aber nicht den Link hinbekommen, dass das aufgrund von Geldern oder Mitteln, die aus einem erneuerbaren Pool kommen, ermöglicht wurde, dann hat das entsprechend auch keinen Effekt auf die Akzeptanz. Und diese verschiedenen Zusammenhänge und Bedingungen tatsächlich mal empirisch an realen Fallbeispielen zu fassen, das ist hier im Projekt REWA die Aufgabe. Und auch dort, wie gesagt, der Rahmen, die verschiedenen bieten immer wieder diese Beteiligungsprozesse und Kommunikationsprozesse, weil dort die Informationen von A nach B zur Meinungsbildung fließen. Wichtig in dem Zusammenhang, wenn wir über Beteiligung sprechen, dieses Grundverständnis, wie gesagt, gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es geht nicht darum, für eine bestimmte Lösung, für ein bestimmtes Projekt zu überzeugen, sondern eben Mitgestaltung zu ermöglichen. Und wir haben hier, das sind jetzt einfach nur beispielhafte Ergebnisse aus einem laufenden Projekt, also die Datenerhebungen gehen noch bis Ende März, ist, dass wir ja auch zusätzliche Effekte haben, die vielleicht Menschen auch quasi empowern, an einen aktiven Part in der Energiewende dann zu nehmen. Das heißt, dass es dieses generelle, ein Mehrwert ist, noch jenseits der Akzeptanz für eine konkrete Technologie, dass es dieser Mehrwert von Mitgestaltung, dass der wichtig wird, oder auch dieser Transformation als Lernprozess. Ne? Also das heißt, man hat sich zum ersten Mal vielleicht mit so einem formellen Verfahren beschäftigt, hat gelernt, wie eigentlich die Planung funktioniert, wann Eingaben gemacht werden können, wie sozusagen die Verwaltung strukturiert ist. Das hat ja auch zusätzlich noch die Ebene, die für Beteiligung wichtig ist, dass man lernt, wie quasi dieses Verhältnis Bürger und Staat funktioniert. Und dass man sieht, dass es über das eine Projekt hinaus und vielleicht auch über einzelne Partialinteressen, dass es dann noch sozusagen diese regionale, diese systemische Ebene gibt, auf der dann einen Mehrwert und eine Entwicklung geleistet wird. Und wir sehen, dass hier zumindest als Potenzial ein Teil der Befragten auch das entsprechend dort wahrnimmt. Natürlich, das wären dann vielleicht auch dann die mit den Befragungen von der FH Wind konkurrenten Daten, haben wir natürlich wie immer ein Spektrum, und auch die Gegner ist ja sozusagen auch eine legitime Meinungsvielfalt, die das entsprechend nicht so sehen. Wie jetzt so ein Beteiligungs- oder Kommunikationsprozess gestaltet wird, dass er den Raum bietet, akzeptable Lösungen zu erreichen oder zu gestalten. Wir haben das mal als am Beispiel auch aus einem anderen Projekt heraus ein bisschen skizziert. Was sind denn so die zentralen Fragen, die gestellt werden müssen und die auch konstruktiv gelöst werden müssen, damit eben ein möglicher Interessenskonflikt, also Konflikt ist wirklich jetzt hier sehr breit definiert, das heißt erstmal unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Werte auf ein bestimmtes Projekt, dass dieser Konflikt quasi bearbeitet werden kann. Und dort gilt auch hier wieder die Regel, wie auch für die anderen Akzeptanzfaktoren, es gibt nicht den einen Faktor oder es gibt auch nicht
die eine Strategie, die dann in allen Fallbeispielen hilft, sondern es muss tatsächlich spezifisch geschaut werden, welche Gruppen habe ich eigentlich, welche Akteure sind vor Ort, was sind denn eigentlich die Bedarfe, was sind zum Beispiel die Wissensstände oder welche Befürchtungen gibt es, das ist, welche Emotionen werden zum Beispiel mit einem Projekt verbunden. Da wäre es dann nicht so sinnvoll, wenn wir eine starke emotionale Reaktion haben, Angst über gesundheitliche Auswirkungen aufgrund von Schallexposition zum Beispiel, wenn ich dann auf der sozusagen sachlichen Expertenebene immer wieder den Menschen erzähle, ja, das ist aber alles gar kein Problem, hier sind die Studien, sondern dass man dann schaut, wie kann man sie dann auf dieser emotionalen Ebene abholen. Wichtig ist auch, das ist, geht so ein bisschen die Idee vielleicht von Frau Lüdi auch mit dem Prozess, dass die eine Anlage vielleicht auch nicht die einzige ist, das heißt, dass eine Region ja auch schon Erfahrungen gemacht hat. Das heißt, nicht nur die einzelne Anlage ist in einem Prozess, der sich verändert, sondern auch die Region als Ganzes. Das heißt, diese Projekt- und Konflikthistorie, welche anderen Erfahrungen gibt es schon, welche Erfahrungen werden daraus auch abgeleitet und welche Erwartungen an das neue Projekt gestellt. Das sind wichtige Punkte, die in so einer Art Systemanalyse oder Kontextanalyse geklärt werden müssen, um dann zum Beispiel auch zu sehen, wir hatten auch schon die Beziehung zwischen den Akteuren angesprochen. Wo braucht es zum Beispiel auch externe Akteure, das heißt außerhalb des bestehenden Systems? Wo braucht man neutrale Expertinnen, die zu bestimmten Themen, sei es Vogelschutz oder den angesprochenen Schall, zu Grundstückswerten, also das sind so typische Konfliktpunkte, die dazu einfach neutral und ohne eigenes ökonomisches Interesse den Sachstand vorstellen können, also neudeutsch dieses Joint Fact Finding, dass man gemeinsam überlegt, was sind die Themen, zu denen informiert werden sollte. Genauso ist es wichtig, die Beteiligung oder auch einfache Kommunikation nicht einfach zu machen, sondern tatsächlich zu planen, zu reflektieren, was ist denn ganz genau das Ziel, in welchem Zeitrahmen gehe ich rein, mit welchen Erwartungen möchte ich einen Konflikt lösen, reduzieren oder möchte ich einfach nur ein Verfahren transparenter machen. Möchte ich sogar noch weitergehen und sagen, es geht gar nicht nur um das eine erneuerbaren Energien- oder Windkraftprojekt, sondern es geht sogar noch weiter. Ich möchte genau diese schweigende Mehrheit, ich möchte sie aktivieren, ich möchte hier noch den Klimaschutz auf eine breitere Basis stellen. Abhängig von dieser Zielstellung würde man dann auch andere Formate und umfassendere Beteiligungsstrategien wählen. Wichtig ist, das ist der dritte Punkt unten, im Abgleich mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen, weil nicht alle Kommunen dort, das ist ja letztendlich die Ebene, auf der der Ausbau stattfindet, haben entsprechend die Ressourcen, weder was Personal, Zeit oder finanzielle Möglichkeiten angeht, umfangreiche Beteiligungs- oder Moderationsverfahren durchzuführen. In einigen Bundesländern gibt es entsprechend dort auch schon dann Ansätze, die Kommunen zu unterstützen, in Baden-Württemberg den FED oder in Hessen das Bürgerforum. Das sind ganz gute Beispiele, wie Kommunen oder dann auch konkret Bürgermeister unterstützt werden können und auch gerade in Konfliktsituationen in sozusagen ungute Doppelrollen vermieden werden können. Ich habe hier beispielhaft, oder wo wir das auch nochmal angeschaut haben, eine Projektwebseite, das war im Rahmen eines Projektes vom Umweltbundesamt. Wir waren dort im Unterauftrag für das Team Even an Darmstadt, waren die Projektkoordinatoren, wo ein Scrollytelling genau mit dem Ziel entwickelt wurde. Was sind eigentlich denn die Tools für die ganz konkret die lokale Ebene, um dort Kommunikationsprozesse gut zu gestalten, um Beteiligungsprozesse aufzusetzen und um Moderation zu unterstützen? Und wohl wissend, dass wir eine große thematische Vielfalt in den verschiedenen Bundesländern und dann natürlich auch in den jeweiligen Fällen in den Kommunen haben, finden sich dort in dem Themenkompass zu ganz unterschiedlichen Inhalten Beispiele oder auch einfach Wissenshinweise, wo man dort Informationen bekommen kann, Werkzeugkoffer, was konkret Beteiligung oder Kommunikationsprozess angeht, um sie dann vor Ort angepasst zu gestalten. Ne, sozusagen übergeordnet kann man die zentralen Fragen beschreiben. Letztendlich muss man immer dann vor Ort gucken, wer ist dort und was ist wirklich der konkrete Bedarf, auf den man dann abstellen muss. Und wenn Sie dazu also Zeit und Interesse haben, schauen Sie sich gerne dieses Scrollytelling an. Ich finde das an sich eine relativ pragmatische und sehr schön nutzbare Lösung, die mit wenig Zeitaufwand auch genutzt werden kann. Und zusammenfassend würde ich gerne
nochmal verdeutlichen. Also genau, gesellschaftliche Akzeptanz ist ein wichtiger Faktor und dementsprechend muss der auch adressiert werden, aber der ist an ein paar Bedingungen geknüpft, die nicht nur auf der lokalen Ebene sind, sondern tatsächlich, wir brauchen diesen Rahmen dafür, dass auch die Bundes- und Landesregierung entsprechend sich dazu bekennen und nicht quasi subversiv eigentlich dann doch durch Regularien oder durch entsprechende Positionierung den Ausbau blockieren. Es gibt nicht diesen einen Faktor, sondern wir haben immer ein komplexes Zusammenspiel von verschiedenen, deswegen eher ein sowohl als auch statt entweder oder. Und deswegen wird auch nie nur die eine Strategie funktionieren, also ne, nur finanzielle Beteiligung wird es dann alleine auch nicht sein, sondern es muss eingebettet sein in ein Gesamtsystem. Neben den prozessorientierten und beteiligungsorientierten Maßnahmen, die zweifellos sehr, sehr wichtig sind, ist auch ganz handfest die technische Weiterentwicklung zur Minimierung lokaler Emissionen zentral. Also das heißt, es ist die Schallschutzprofile, da gibt es ja schon jetzt neue Standards, gute Standards, entsprechend an den Rotoren verbessert werden, den Schall reduzieren, dass wir Transponder nutzen, dass wir eine bedarfsgerechte Hinderniskennzeichnung haben und so weiter, also dass die Befeuerung angepasst wird. All das sind Punkte, die sozusagen ganz handfest einfach auch zusätzlich weiter umgesetzt werden müssen. In der Summe sehen wir von der psychologischen Analyse, dass dieses Thema Gerechtigkeit, sowohl was Kosten-Nutzen-Verteilung angeht, als auch die faire Verfahrensgestaltung, dass das in der Summe ein zentraler Faktor ist. Und für die Praxis sehen wir, dass das war das, was ich zum Schluss mit dem Scroll-Detailing vorgestellt habe, dass die Kommunen bei der Beteiligung, die zweifellos wichtig ist, unterstützt werden sollten. Es gibt erste Angebote und diese gilt es auszubauen oder sollten aus unserer Sicht weiterentwickelt und vertieft werden. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, ich bin in der Zeit geblieben. Sind Sie herzlichen Dank, Herr Hildebrandt, für den sehr interessanten und auch ausführlichen Vortrag. Ich lade jetzt Frau Lüdi und auch Frau Rau ein, wieder zu uns zu stoßen. Genau, und an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie können gerne weiterhin in Slido Ihre Fragen einstellen und Diskussionspunkte ebenso. Und ja, ist auch Frau Lüdi, perfekt. Auf Slido haben Sie auch die Möglichkeit, mit Daumen hoch Fragen zu bewerten, die schon drin sind. Die kommen dann weiter oben rein. Genau, und da haben wir jetzt auf jeden Fall noch genügend Zeit, uns den Fragen zu widmen. Ich würde einmal anfangen mit Nachfragen zu den Umfragen tatsächlich. Und ich glaube, diese Frage, die kam ganz am Anfang, Frau Lüdi, die Umfragen, die Sie durchführen jährlich, die erstrecken sich aufs ganze Bundesgebiet, oder? Ja, das ist richtig. Das ist bundesweit repräsentativ. Hm. Und ich glaube, diese Frage war auch an Sie gerichtet. Was bedeutet es, in der Nähe einer Windanlage zu wohnen? Also haben Sie da quantitative Kriterien oder ist das die Einschätzung der Befragten? Das ist die Einschätzung der Befragten und das haben wir bewusst so gewählt. Also damals, als man die Frage entwickelt hat, da war ich noch nicht bei der Windenergie an Land, aber da hat man sehr intensiv und wir tun es auch immer wieder darüber diskutiert, was ist im Wohnumfeld. Ne? Also es kann ja auch eine Windenergieanlage mein Leben beeinträchtigen oder nicht beeinträchtigen, wenn ich zum Beispiel da in der Nähe arbeite. Wir haben dann entschieden, dass es gibt aus unserer Sicht keine Kriterien, wo wir den Leuten aufdoktrinieren wollen, sondern dann, wenn sie es als empfinden, es ist in meiner Nähe, dann sollen sie es auch angeben. Also es ist gefühlt einfach eine subjektive Wahrnehmung. Schön. Und diese Frage, da können Sie direkt auch nochmal drauf eingehen, aber ich glaube, Hildebrandt, Frau Rau, das ist ja durchaus etwas, was sich in vielen Umfragen widerspiegelt, gerade zur Akzeptanz der Energiewende, die soziale Erwünschtheit der Antworten. Mhm. Frau Lüdi, gehen Sie damit um? Gehen Sie darauf ein, sagen wir es mal so, wenn Sie mit den Auswertungen weiterarbeiten? Also die soziale Erwünschtheit, ich meine, das ist auf jeden Fall so, dass das reinspielt und das muss man einfach beachten, wenn man die Daten interpretiert. Und darum ist es auch so wichtig, immer wieder zu gucken, wie sieht es in anderen Studien aus? Haben wir einen speziellen zum Beispiel Fehler drin in der Art, wie wir befragen? Aber es sind alles, also ich glaube, heutzutage kann man wirklich sagen, wir haben sehr
eine einheitliche Richtung, wenn es um diese allgemeine Akzeptanz geht, um auch zu sagen, da haben wir ein gutes Gefühl dafür, dass wir da schon die Wahrheit in Anführungs- und Schlusszeichen über die Meinungen darstellen können. Aber man muss sich bewusst sein, tatsächlich. Und es empfiehlt sich da an der Stelle auch immer wieder in tiefen Interviews reinzugehen, vor Ort mit den Leuten zu reden, um halt wirklich auch nachzufragen und eben nicht, eine Umfrage ist immer limitiert durch die Zeit, auch, die zur Verfügung steht. Frau Rau, möchten Sie vielleicht noch einmal darauf eingehen? Am ICES hatten Sie ja auch schon mehrere Projekte. Vielleicht können Sie auch berichten, hatten Sie genau solche tiefen Interviews, wie Frau Lüdi sie gerade erwähnt hatte? Also prinzipiell gehen wir in unseren Projekten meistens mit verschiedenen Methoden vor. Das heißt, wir kombinieren Fragebogen oder Online-Erhebungen mit Interviews, also qualitative und quantitative Daten, damit wir auch ein Gesamtbild bekommen. Ich habe den Eindruck, oder wie soll ich sagen, ich glaube, dass es zum Teil damit zusammenhängt, dass der Eindruck entstehen könnte, es geht um soziale Erwünschtheit. Ich finde es aber gar nicht überraschend, dass auf der allgemeinen Ebene eine hohe Akzeptanz vorherrscht, denn es ist zu unterscheiden, ob ich allgemein erneuerbare Energien akzeptiere oder ob ich das vor Ort akzeptiere. Das ist ja auch ein Punkt, um den wir uns ja eben auch schon von gehört haben und diskutiert haben. Und dass ich das auf allgemeiner Ebene unterstützen kann, aber vor Ort irgendwie Bedenken habe, das ist an sich einfach kein Widerspruch. Und deswegen schlägt zum Beispiel bei der hohen Zustimmung keine soziale Erwünschtheit meines Erachtens durch. Ja, also das ist jetzt mal so eine andere Perspektive auf diesen Punkt. Vielleicht möchte Hildebrand noch kurz ergänzen, aber das lag mir am Herzen, das zu ergänzen. Ich würde zustimmen. Also ich denke auch, dass, ich glaube, Frau Lüdi, Sie hatten es ja auch gesagt, ne? Also auf der allgemeinen Ebene ist es eher so eine Art Vision, ne? So eine Idee, die eigentlich befragt wird. Und wenn man sich das quasi kognitiv überlegt, ist es genau eine Variable. Also bin ich für Windenergie allgemein oder eben nicht? Ja, ne, vereinfacht, und auf der lokalen Ebene bin ich für den Windpark an diesem Standort mit der Anzahl von Windkraftanlagen, mit dem Betreiber und so weiter. Das heißt, es sind viel mehr Variablen, die in so eine Bewertung eingehen. Dass es dort Diskrepanzen gibt, glaube ich, ist ganz okay, auch weil die Betroffenheit natürlich plötzlich viel konkreter ist. Soziale Erwünschtheit würde ich auch, also bei der, das spielt immer wieder meine Rolle, aber ich denke auch, das ist sehr stark auch von der sozialen Norm abhängig, und das ist ja, glaube ich, prinzipiell total also okay, sozusagen auch gegen Windkraft zu sein. Ne? Also man wird nicht sofort dadurch ausgegrenzt, sondern gerade wenn man, kommt ja auch auf die Motive an, also wenn wir sehen, aus naturschutzfachlichen Gründen oder, ne, einen alten Wald zu schützen oder eben aus einer bestimmten Vogelart. Also ich glaube, das gibt es bestimmt, aber ich glaube, es ist nicht so stark, dass es hier reinspielt, sondern ich glaube, diese konsistenten Ergebnisse sind eher der Art einfach der Frage, ne, dass diese übergeordnete Ebene abgefragt wird, geschuldet. Dann lassen wir uns doch gerne genau auf diese Gruppe schauen, die der GegnerInnen. Jetzt haben wir zwei Fragen oben. Ich habe eine neue Frage mit hochgeholt. Kann es sein, dass sich bei der Akzeptanz der Mehrheit wenig geändert hat? Das haben wir ja in der Umfrage der LV Wind gesehen. Aber die Gegnerinnen eben doch lauter, radikaler, vielleicht auch einfach besser organisierter auftreten. Und zusammen dazu diese Frage, wie viel Akzeptanz brauchen wir? Also Herr Hildebrand, Sie hatten ja auch im Vortrag schon gesagt, wir können, oder das Ziel ist es gar nicht und darf es oder kann es nicht sein, alle zu überzeugen, sondern wir brauchen akzeptable Lösungen. Und vielleicht können wir uns diesen zwei Fragen jetzt noch einmal nähern. Frau Lüdi, vielleicht mögen Sie anfangen. Ja, also mir kommen zwei Sachen in den Sinn. Das eine ist eher anekdotischer Art. Also zur zweiten Frage, ob es lauter geworden ist. Oh, jetzt hören wir Sie gerade leider nicht mehr. Dann warten wir hier vielleicht noch einmal kurz. Ja, Frau Lüdi, Sie waren kurz unterbrochen. Genau, also wir haben immer wieder, ich weiß nicht, wo Sie mich mehr gehört haben, ich will nochmal rücksetzen. Ja. Also wir haben immer wieder zu tun mit Leuten, die in den Regionen unterwegs sind und erzählen uns, und das ist jetzt nicht systematisch erfasst, sondern eher anekdotischer Art, dass tatsächlich der Eindruck entsteht, dass die Gegnerschaft da besser organisiert ist, dass zum Teil auch eine Art
quasi deutschlandweites Netzwerk der Gegner auch entstanden ist, die dann vor Ort auftreten und dass es sehr emotional ist, aber das ist ja auch eine Grundgeschichte, die wir auch sonst zumindest gefühlt in der Öffentlichkeit wahrnehmen, dass vieles lauter und schriller geworden ist. Ich glaube tatsächlich trotzdem, wie man es formulieren mag, Akzeptanz ist zentral und zwar auch nicht nur akzeptable Prozesse und Projekte, sondern tatsächlich auch Akzeptanz in Summe, weil wenn die Leute das in Summe nicht mehr mittragen, dann können sie, haben sie die Möglichkeit, in Demokratien entsprechend zu handeln, spätestens bei den nächsten Wahlen. Und darum ist halt Akzeptanz zumindest von der Seite, die die politische Verantwortung hat, ganz zentral. Also ich glaube, es braucht Akzeptanz dafür, um diese Projekte umzusetzen. Und ist auch da als Ziel, von politischer Seite als Ziel, durchaus formulierbar und muss die Arbeit bestimmen. Herr Hildebrand, möchten Sie auch einmal auf diese 12 Fragen mit eingehen? Ja, also das eine ist, glaube ich, auch eher so gefühlt. Also ich habe gerade überlegt, wie ich sozusagen faktenbasiert, was mir einfällt dazu. Also wir haben ein paar Untersuchungen gemacht. Es haben sich Netzwerke gebildet, ne? Also von 2008 bis 2000, jetzt zum letzten Jahr. Also dass wir so die Dachorganisation, dass wir Wind waren, dass wir Vernunftkraft haben. Also dass sich der Widerstand von eher dörflichen Strukturen sozusagen so überregionalisiert und auch professionalisiert hat und natürlich auch, also Vernunftkraft hat, ne, sozusagen Leute in den Ministerien sitzen. Das denke ich, das kann man schon sagen und kann man auch belegen, diese Netzwerkbildung. Radikaler weiß ich nicht ganz genau. Also das ist, glaube ich, so eine gefühlte Wirklichkeit. Lautstärker bestimmt auch oder sichtbarer einfach auch durch die Medien. Also wenn ich überlege, wie das jetzt korrespondiert, was inzwischen möglich ist, wie einfach es inzwischen auch ist, was jetzt vor eben 15 Jahren vielleicht mit Smartphone noch nicht möglich war. Ich versuche die ganze Zeit diese Corona-Parallelen aus meinem Kopf zu drängen, um hier wirklich nur auf die Erneuerbaren zu gucken, ne? Aber vom Prinzip drängt sich das natürlich total aus. Also diese Frage, wie viel Akzeptanz brauchen wir, ne? Wie viel Prozent geimpfte Menschen brauchen wir? Und also ich denke, ja, wir brauchen einen großen Konsens und wir brauchen den nicht nur auf der Bewertungsebene, sondern auf der Handlungsebene, das vielleicht, was Frau Lüdi auch sagte, ne, die das auch entsprechend umsetzen, also Politiker, die entsprechende Entscheidungen treffen und das eben nicht blockieren und auch alle Akteursgruppen auf ihren Ebenen, die das ganz unterstützen, weil ansonsten, ich meine, die Ziele werden immer ambitionierter, weil die Zeit kürzer wird und ansonsten gelingt es nicht und trotz dessen, ne, wissen wir, dass deswegen eine gewisse Zeit dafür brauchen, wenn wir möglichst viele Menschen eben mitnehmen möchten. Zeit als Faktor ist hier auch eine Frage. Ich nehme sie gerade einmal nach oben. Also natürlich ist jedes Projekt vor Ort anders, aber vielleicht haben Sie ja doch eine Antwort auf diese hier. Wie viel Zeit sollte von einer Kommune für einen erfolgreichen partizipativen Akzeptanzbildungs- oder eben doch Beteiligungsprozess eingeplant werden? Ich hätte tatsächlich gesagt, es kommt ein bisschen darauf an, wo die Kommune gerade steht, ne? Ob wir in der Planung oder in der Genehmigung sind und was auch bisher schon passiert ist und so weiter. Ich glaube, weil da auch, dass ich das mit dem Bürgerentscheid gelesen habe, auf den Seiten vom Forum Energiewende-Dialog, dem FED in Baden-Württemberg, da sind ein paar ganz gute Beispiele beschrieben und da habe ich so im Kopf, dass die, glaube ich, schon wirklich im Winter gestartet sind, zumindest für dann einen Bürgerentscheid, der, glaube ich, für den Herbst angesetzt war, also quasi so 9-10 Monate Vorlauf. Also ich glaube eher mehr Zeit als weniger, aber da gibt es zumindest, glaube ich, gute Beispiele, wenn ich das im Kopf habe, aus einer Kommune in Baden-Württemberg, wo das mal exemplarisch beschrieben ist. Ansonsten traue ich mir sozusagen nicht zu, eine konkrete Zahl zu nennen, was man sagen könnte, weil es, glaube ich, doch wirklich auf den Einzelfall ankommt. Frau Lüdi? Ich würde da noch gerne ergänzen, also ich werde auch keine Zahlen nennen können, gleich um die Enttäuschung vorwegzunehmen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, dass auch informelle Geschichten bevor quasi dieser offizielle Prozess gestartet wird, da fängt ja schon vieles an. Wann fängt man an, miteinander zu reden? Wie, in welcher Art? Und das sind informelle Prozesse und die gehören halt auch dazu. Und die kann man kaum beziffern, wann das faktisch anfängt. Und Herr Hildebrand hat ja auch schön das dargestellt. Im Prinzip ist ja schon die Geschichte, die man mitbringt in ein neues Projekt, in einen neuen Prozess, schon fast der Beginn für den Diskurs.
Genau, das war mir sehr wichtig zu sagen. Ich würde an der Stelle auch noch einmal einhaken, weil ich das ganz hilfreich fände, wenn wir die Akteursgruppen vielleicht noch mal so ein bisschen auseinandernehmen könnten. Also wir sprechen jetzt gerade eben von den Kommunen, die Beteiligungsverfahren aufstellen können. Es sind ja aber auch immer noch, sagen wir mal, die Projektierer, die reinkommen von außen. Sehen Sie da klare Aufgabenverteilung? Also wir hatten vorher auch über die schweigende Mehrheit gesprochen und über die Frage, die offene Frage auch noch, wie eben die schweigenden Befürworter mobilisiert werden können. Aber wessen Aufgabe ist das denn eigentlich? Also ich würde den Ball jetzt einfach mal aufnehmen und ich denke, das Wichtigste ist zunächst, dass wir Akteure haben, das haben Sie ja gesagt, es gibt verschiedene Akteure, die auch an einem Strang ziehen. Also gerade die Vernetzung der Akteure, die für dieses Projekt aktiv werden wollen, ist einfach sehr wichtig und wertvoll. Und wenn da eine Kommunikation in eine Richtung geht, die aber verschiedene Perspektiven integrieren kann, ist das sehr, sehr hilfreich. So, und deswegen Aufgabenteilung, also ich meine, vor Ort ist natürlich, sind zentrale Personen wie Bürgermeister oder der Bürgermeister natürlich sehr wichtig. Und da kommt eben auch drauf an, welche Art der Kommunikation davor herrscht. Sind das einfach die Aushänge, die dort sind, oder ist es eher die bei kleinen Kommunen, die Gespräche, die auf der Straße auch stattfinden, wo man einfach viel mehr auch wirklich nah im Kontakt ist? Insofern würde ich nicht sagen, es gibt eine Person, die Hauptaufgabe hat, sondern entsprechend der eigenen Rolle. Aber wir sind auch nicht nur zum Beispiel Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, sondern wir sind ja auch einfach Mensch und Anwohner in dieser Kommune. Und in dieser Rolle können wir dann eben auch weiter kommunizieren und in Austausch gehen. Also ich wollte damit sagen, auch wenn das jetzt vielleicht so assoziativ klingt, aber es gibt verschiedene Ebenen der Kommunikation und verschiedene Rollen, die wir auch gleichzeitig haben können. Ja, also deswegen würde ich sagen, alle ins Boot und da eben auch schauen, wo man authentisch in Kontakt bleiben kann. Und wo man mit offenem Ohr unterwegs sein kann und kommunizieren kann. Danke, Frau Rau. Ich habe jetzt passend dazu auch nochmal eine Frage von Franz Ecker mit hochgenommen, der in seiner Forschung zur Akzeptanz von PV sich auf die Faktoren Selbstbestimmung, Autonomie, Autarkie fokussiert hat. Ich nehme mal stark an, dass es da auch viel in Richtung Bürgerenergiegenossenschaften geht. Vielleicht können wir uns auch über diese Gruppe vor Ort, also die es nicht immer vor Ort gibt, aber an vielen Stellen ja eben doch unterhalten. Und machen wir erstmal das. Ja, vielleicht kurz dazu, also ne, das spielt bei uns in unserer Forschung auch eine Rolle. Tatsächlich dann auch eher bei PV als beziehungsweise dann auf der regionalen Ebene, also wenn wir über 100% erneuerbare Kommunen oder über energienachhaltige Kommunen denken, dann das ist auch sozusagen auch das die größere Systemebene. Ich glaube, gerade diese Punkte Autonomie und Autarkie, das sind natürlich zwei starke Motivatoren, ne, die das eigene Verhalten auch, die auch eigentlich positiv besetzt sind. Man macht sich unabhängig von etwas und gerade jetzt, ne, wenn man an die Nord Stream-Diskussion denkt oder so, also das sehen wir auch in vielen Fallbeispielen, die wir untersuchen, dass das ein starker Treiber ist. In einem vernetzten, also das ist ja diese Verhaltensebene quasi, ne? Also die Motive dafür. Wenn man sich das energiesystemisch anguckt, ist das natürlich nicht so sinnvoll, in einem vernetzten Energiesystem möglichst auf autonome Zellen vielleicht zu setzen. Wobei ich glaube, so ein Wabenansatz ja auf die vielleicht eine ganz gute Zwischenlösung ist. Selbstbestimmung ist genau so ein Punkt, der ja dann auch letztendlich sich in den Partizipationsansätzen aus meiner Sicht dann wiederfindet, die dann auch über diese zwei Stufen, die einfach nur die wirklich wichtige, aber eigentlich nicht hinreichende Basis sind, Information und Konsultation, dass die Selbstbestimmung tatsächlich über, ne, also dann kooperative und dann eben auch eigenverantwortliche Ansätze, wenn man so die Beteiligungsleiter hochgeht, stattfinden kann und quasi psychologisch korrespondierend damit dieser Selbstbestimmung auch sich diese Selbstwirksamkeitserfahrung sammelt. Also ja, und auch bei vielen Hausbesitzern, also gerade bei dachgebundener PV ist das, wollte ich nochmal unterstreichen, das stimmt, ist das ein ganz zentraler Motivationsgrund, dort aktiv zu werden.
Und wenn wir jetzt eben nochmal kurz zurückkommen zu Gruppen von Bürgern, die sich eben in Energiegenossenschaften oder Ähnlichem zusammentun und sagen wir mal, wo das die Investitionen vielleicht auch sehr lokal getätigt werden, kann man das auch als Faktor für erfolgreiche Projekte sehen? Also ist das so einfach, das zu sagen? Also ich würde sagen, es ist dann vielleicht nicht der einzige, wie immer, ne, wieder im Zusammenspiel, aber genau, also Sie haben ja auch die Energiegenossenschaften angesprochen. Dieses, ja, selbstbestimmt die Energie quasi in Bürgerhand vor Ort zu gestalten, also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und die Beispiele, die wir sehen, jetzt auch aktuell zum Beispiel in dem REWA-Projekt, sind da eigentlich auch sehr, sehr positiv, ne, weil die, gerade wenn es wieder lokal bekannte Menschen sind, es ist eben nicht der externe Investor, das adressiert wieder diese Kosten-Nutzen, diese Verteilungsgerechtigkeit, das sozusagen einhergehend mit der Last, also der visuellen Beeinträchtigung der Anlage oder auch anderen Aspekten, dass dann aber auch der Nutzen vor Ort bleibt. Okay. Ich würde gerne noch anfügen, dass wir jetzt immer, wenn man von Selbstbestimmung, Autonomie und Autarkie automatisch im Prinzip zu den Bürgern, glaube ich, eher gesprochen haben. Ich finde das auch sehr wichtig im Hinblick zum Beispiel auf Stadtwerke, dass man da auch nochmal guckt, inwiefern kommen da für die Regionen Selbstständigkeit, Autonomie und Gestaltungsräume auftun. Und es gibt auch erste Studien, die auch zeigen, dass Stadtwerke dazu beitragen, zum Beispiel mehr Wertschöpfung in den Regionen dann zu halten und damit auch wieder für die Region was zu schaffen an diesem Bereich. Also ich glaube, das ist nicht nur bürgerbezogen, sondern auch auf organisatorischer Ebene zu betrachten und interessant. Und insofern vielleicht auch noch ein Stückchen mittelbarer als jetzt mit der direkten Investition. Wo wir gerade bei Verteilungsgerechtigkeit sind, nehme ich diese Frage einmal. Die Begehrlichkeit von Grundstückseigentümern ist jetzt hier auch schon sehr, sehr stark formuliert. Aber es ist ja nun mal so, dass eben auch Pachtgebühren für Freiflächenanlagen oder Windenergieanlagen gezahlt werden. Genau, ohne jetzt zu sehr in die Diskussion um die finanzielle Beteiligung auch ganzer Kommunen reinzurutschen. Aber wie kann man in einem Beteiligungsverfahren damit umgehen, dass nun mal manche Menschen vor Ort eben sehr, sehr stark profitieren und andere erstmal nur daneben stehen? Frau Raum? Ja. Okay, also ich würde sagen, für mich ist das gerade nicht eine andere Seite der Medaille. Also ich merke, für mich ist das einfach ein Faktor, der ja mit reinspielt. Und natürlich geht es da dann auch um Aushandlungsprozesse untereinander und vielleicht auch um ein gewisses Geschick, da eine gemeinschaftliche Nutzen zu erzeugen und nicht nur für einige wenige. Ja, also da gibt es ja auch Kommunen, die diese Erfahrung auch gemacht haben und die dann auch kreativ geworden sind, um weitere Möglichkeiten zu schaffen, dass es eben da nicht auch zu einer Spaltung kommt, in einer Kommune beispielsweise. Also da greifen auch, finde ich, die Verfahrens- oder diese Gemeinschaftsprozesse und diese Gerechtigkeitsaspekte ineinander. Ja, also, dass man da nochmal drauf achtet. Also wir haben in dieser Einbefragung eben auch festgestellt, dass es tatsächlich den Zusammenhalt einer Gemeinde nicht unbedingt gleich stärken muss, so ein Projekt, sondern dass es auch dazu führen kann, dass es da eben auch zu Spaltungen kommt, selbst wenn die Anlage dann realisiert wurde. Ja. Genau. Herr Hildebrand, wollten Sie noch ergänzen? Nee, alles gut. Okay. Also dann nehme ich jetzt, weil auch gerade schon etwas Ungeduld entsteht, wie wir ganz unten sehen, wir haben nicht nur drei, wir haben noch eine Viertelstunde. Und nehme jetzt aber trotzdem die Frage, die viele zu interessieren scheint, nach der Übertragbarkeit auf weitere Technologien. Frau Lüdi, Sie arbeiten ja vor allem zur Windenergie am ICES Hildebrand. Frau Rau, sind Sie ja da bestimmt weiter aufgestellt. Aber tatsächlich fände ich das auch ganz spannend, wenn wir eben von den Anlagen weggehen hin zu größerer Infrastruktur. Bei Stromnetzen hat sich das ja in den letzten Jahren auch schon stark gezeigt, dass es immer wieder zu Konflikten kommt. Haben Sie auch schon mal zu Wärmenetzen, zum Ausbau von Wärmenetzen gearbeitet? Geht die Frage jetzt an uns? Oder? Ja, genau, an uns. Achso.
Ja, genau, ja, also wir haben es mit drin und ich hätte jetzt wahrscheinlich gesagt, also die Antwort auf die Frage, ob sich das einfach übertragen lässt, generisch, die Grundfragen sind die gleichen, würde ich sagen, ne? Das heißt, welche Eigenschaften hat sozusagen die Technologie? Ich muss auch gucken, was ist der konkrete Fall, welche Akteure habe ich, ist es ein Neubaugebiet oder ist es ein bestehendes System, wo ich jetzt irgendwie ein bestimmtes Wärmenetz etablieren möchte? Dann auch das Verfahren, ne? Mache ich, welche Option habe ich zum Beteiligen? Gehe ich über einen Anschlusszwang? Also das heißt, was ist auch überhaupt die Wärmequelle sozusagen dahinter und damit einhergehend die Eigenschaften? Also vom Prinzip glaube ich, diese Idee zu verstehen, es gibt eine Technologie und die ist eingebettet dann in ein Akteursnetz, also das und bedeutet eine Veränderung, kann man und diesen Veränderungsprozess irgendwie, dass der gestaltbar ist, das lässt sich, glaube ich, auf jeden Fall übertragen. Also ich überlege gerade, wir hatten jetzt im letzten Jahr ein Projekt, da war es wie gesagt bei einem Neubaugebiet, das heißt, die Menschen, die dort hingezogen sind oder die dort ihre Häuser gebaut haben, da war das sozusagen von Anfang an klar, da war das eine Voraussetzung, ne, dass es da ein Wärmenetz, ein existierendes gibt und wie dann entsprechend der Anschluss funktioniert. Das heißt, die sind unter dieser Prämisse hingezogen. Wie gesagt, was anderes ist es, wenn ich bestehende Quartiere, wenn ich dort etwas verändere. Genau, Aber, ja. ich denke jetzt auch gerade selbst, also eine spannende Akzeptanzfrage bei Wärmenetzen eben im Bestand wäre ja, ob wir dann auch das Mittel des Anschlusszwanges vielleicht hervorholen und genau, wie wir da ein faires Verfahren eben auch aufstellen können. Aber ich glaube, das ist etwas, was bislang zumindest in der Form noch nicht realisiert wurde. Schon. Also wir hatten in einem Projekt jetzt in Interviews gerade zu dem Thema uns ausgetauscht. Und da war das so, dass einerseits das Zeitfenster sehr gut war, weil bei vielen eine Neuausrichtung notwendig war und die dann sich bei diesem Wärmenetz beteiligen wollten auch. Also es war genau der Zeitpunkt, wo viele Anlagen bei den privaten Haushalten eben auch hätten erneuert werden müssen und die konnten sich dann mit andocken und das Zeitfenster passte. Zumal hatten die geschickterweise das noch kombiniert mit einem anderen infrastrukturellen Veränderungen, die dann als zusätzlichen Nutzen noch mit dazu haben konnten. Ich glaube, es war dann, wurde eben noch Glasfaserkabel verlegt. Das war dann nochmal der Gewinn daran. Also deswegen, ich denke, Sachen, die wir aus den anderen Technologien gesehen haben, lassen sich zum Teil übertragen, was so Planungsprozesse und die ganzen Erkenntnisse daraus anbelangt. Und dann gibt es natürlich immer noch mal technologiespezifische Fragen, die sich dann genauer angeschaut werden müssen. Ja, das mal ergänzend. Danke für die Einschätzung. Und ich würde jetzt genau die Frage darunter auch nochmal aufnehmen. Also das Hauptproblem, ob das jetzt wirklich der Kommunikationsprozess sei oder eher das Fehlen transparenter, nachvollziehbarer Entscheidungsprozesse. Also in meinem Sinne, oder wie ich das verstehe, geht es hier vielleicht auch eben ein Stück weit in Richtung Genehmigungsverfahren, dass das eben nicht immer so ganz transparent nach außen gerät. Herr Hildebrand, Sie hatten ja vorhin auch von eben auch der Landes-, der Bundesebene gesprochen, also einfach diesen verschiedenen Ebenen, die da so ineinander spielen. Ist das vielleicht an der Stelle auch eine Schwierigkeit, dass das Energiesystem eben doch ein sehr komplexes ist und die Regulierung eben auch von sehr vielen verschiedenen Ebenen zusammenkommt? Ja, ich denke, das spielt auf jeden Fall mit rein und ich glaube auch, dass das ein bisschen zusammenhängt, ne? Also, dass es nicht sozusagen Kommunikationsprozess oder ist, sondern dass Kommunikationsprozesse mit den Entscheidungsprozessen zusammenhängen, weil man kann natürlich auch über die Entscheidungsprozesse und über die Verfahrensstufen kommunizieren und das kann man gut und transparent machen oder das kann man halt vielleicht auch nicht so gut machen. Ich glaube, wichtig ist, was wir jetzt über die Jahre sehen, zwar Tendenz ein bisschen steigend, je nach Betroffenheit, aber dass wir insgesamt ein relativ geringes Verfahrenswissen haben. Das war das, was ich vorhin ganz kurz versuchte zu sagen, dieses Verhältnis Bürger-Staat sozusagen. Wenn ich an sich nichts mit so einer Infrastrukturplanung bisher zu tun hatte, weil es einfach nichts gab, gab es auch gar keinen Anlass, mich dann reinzudenken, was ist eigentlich ein Planungsverfahren, wann ist das Genehmigungsverfahren, wann sind eigentlich welche Fristen, wann liegt was aus. Das macht man
sozusagen als Mensch, der versucht, seine 24 Stunden wahrscheinlich effizient einzuteilen, erst dann, wenn es einen betrifft. Und das ist tatsächlich dann in diesem komplexen Energiesystem oft die Schwierigkeit, weil dann bestimmte Entscheidungen schon getroffen sind. Das ist dieses Beteiligungsparadoxon oder dieses rollende Bagger-Phänomen. Erst wenn es plötzlich konkret wird, fällt mir es auf, oh, da passiert ja was. Und dann sind aber tatsächlich die ganzen Entscheidungen schon gefallen und meine Handlungsspielräume sind sehr gering. Und da denke ich, und da hat sich auch jetzt schon, auch gerade beim Netzausbau, wenn ich denke an die Prozesse von der Bundesnetzagentur und den ÖNB, doch schon eine ganze Menge getan und dass man versucht hat, auch diese vorgelagerten Schritte weitestmöglich transparenter zu machen, stärker zu kommunizieren, da passiert gerade was. Und es ist dann ja auch tatsächlich gerade bei den Erneuerbaren wieder ein bisschen länderunterschiedlich in den Bundesländern, wo die jeweiligen Zuständigkeiten geregelt sind. Im Saarland zum Beispiel machen quasi die Kommunen die Flächenplanung. In anderen Flächen, großen Flächenländern haben wir regionale Planungsgemeinschaften, wo ein Regionalplan erstellt wird und wiederum die Kommunen beteiligt. Aber ich wollte nur sagen, für mich geht das sozusagen Hand in Hand. Also es ist unbedingt wichtig, die Entscheidungsprozesse möglichst transparent zu halten und sozusagen besser zu kommunizieren, wo Mitgestaltungsmöglichkeiten sind, um später diesem Gefühl, man wird es wahrscheinlich nie ganz vermeiden können, aber weitestgehend vorzubeugen, dass da was gemauschelt, dass da was intransparent passiert ist und sozusagen enttäuscht, es ist schon alles entschieden und ich kann nichts mehr machen. Danke, Herr Hildebrand, für die Einschätzung. Und Sie selbst hatten auch schon öfter das Forum Energiedialog in Baden-Württemberg erwähnt. Frau Lüdi, die FA Wind ist ja auch eben eine Organisation, die sich, sagen wir mal, so ein bisschen, ich glaube, sie bezeichnen sich selbst als allparteilich, sozusagen zwischen den Akteuren bewegt. Vielleicht könnten wir jetzt gegen Ende noch einmal über die Rolle und vielleicht eben auch Relevanz der verschiedenen Organisationen oder auch Institutionen sprechen, die sich, sage ich jetzt mal, tummeln in dem Feld. Und gerade vielleicht als Einstieg zur FA Wind und der Frage, ob Ihnen eben Vertrauen entgegengebracht wird. Also wenn wir sagen, wir brauchen auch Vertrauen der Menschen in die verschiedenen Akteure, wie gehen Sie damit um? Werden Sie als die Externen, die neutralen Experten wahrgenommen? Oder hängen Sie dann doch, sagen wir mal, in einer bestimmten Ecke fest? Also ich glaube, wir haben ein sehr gutes Standing, was das Vertrauen anbelangt. Allerdings muss man sagen, dass wir natürlich nicht bei den Endkunden, sage ich jetzt mal, unterwegs sind. Also wir sind nicht die dann im konkreten Projekt unterstützen, wie es zum Beispiel die Energieagenturen in den Bundesländern tun, die dann richtig mit unterstützen für die einzelnen Projekte, sondern wir sind quasi so eine Zwischenstelle, die im Prinzip die Leute, die unterwegs sind in dem Thema, unterstützen. Meistens arbeiten wir dann eben mit Energieagenturen zusammen oder wir richten uns an konkrete Akteursgruppen wie Betreiber, Projektierer, Stadtwerke. Und was wir dann machen, ist tatsächlich faktenbasiertes Wissen zusammenzutragen, um eben genau dieser Emotionalität etwas entgegensetzen zu können, beziehungsweise, und das fand ich im Vorgespräch mit Herrn Hildebrand auch ganz spannend, hier die Versachlichung mit zu verhelfen. Aber das wirkt natürlich nicht, weil die Leute zum Teil emotional unterwegs sind. Also ich glaube, das ist eine unserer großen Herausforderungen. Nicht das Vertrauen, was uns fehlen würde, sondern dass wir im Prinzip, unser Auftrag ist, Versachlichung zu unterstützen und dies aber in einem Gebiet, das eher emotional besetzt ist. Und da prallen halt Welten aufeinander. Und das ist ein Thema, was uns immer wieder auch beschäftigt, die Frage, wie kann man Versachlichung überhaupt bewirken bei Leuten, die sich der Wissenschaft zum Beispiel verschließen, die wir ja auch, diese Leute auch aus dem Bereich Corona sehr gut kennengelernt haben. Genau, also nicht das Vertrauen ist unser Problem, sondern hier eher die Frage, was können wir kommunizieren, dass es dann auch Wirkung erzeugt. Danke, Frau Lüdi und vielleicht Herr Hildebrand oder Frau Rau, möchten Sie da auch noch einmal darauf eingehen. Ich fand auch, was Sie, Frau Lüdi, gerade gesagt hatten, über die sachliche Ebene vielleicht noch einmal zu sprechen und die Frage, ob wir uns eben immer auf dieser sachlichen Ebene bewegen können oder nicht, oder wenn das
die andere Ebene, die emotionale sein soll, wie wir das auch oder wie verschiedene Akteure das schaffen können, auch eben sich sicher auf dieser emotionalen Ebene zu bewegen. Ja, ich kann dir kurz was sagen und Irina ergänzt mich gerne. Also ich denke, es ist unglaublich wichtig, diese Sachebene fundiert und von einer vertrauensvollen Quelle, was die FAVENT sicherlich ist, quasi kontinuierlich, permanent zu ermöglichen. Ne? Also die Sachinformationen gut aufbereitet, einfach zu verstehen und so weiter. Das ist sozusagen notwendig, unbedingt. Ne? Also diese Sachebene braucht es immer auch wieder als Referenzpunkt, wie ist denn tatsächlich die Faktenlage. Gleichzeitig sehen wir halt nur, aber das ist wieder dieses Prozessverständnis, dass das natürlich nicht in jeder Situation hilfreich ist, weil es eben nicht immer nur um diese Sachen geht, sondern Sachlichkeit geht, sondern wir eben starke Ängste, dann doch Misstrauen in Akteure oder andere emotionale Befindlichkeiten haben. Und da in diesen konkreten Situationen hilft es dann halt nicht, einfach weiter sozusagen weiter sachliche Informationen reinzugießen, sondern da müssten wir dann, und das können dann tatsächlich Leute vor Ort, die einen Vertrauensstatus haben, das werden wir dann vielleicht tatsächlich schon wieder, ne, Energiegenossenschaften oder auch andere lokale Akteure, auf dieser emotionalen Ebene, die diese Menschen entsprechend ansprechen und auch erstmal, also es klingt immer so trivial, aber tatsächlich erstmal auch anerkennen, ernst nehmen und selbst wie irrational eine bestimmte Angst gegenüber Krebs durch Infraschall oder was auch immer, ne, für die Menschen, das muss man sich vergegenwärtigen, ist das ja eine ganz reale Angst und dann hilft es halt nichts, das eben mit der nächsten Studie direkt abzutun, ne, dass das gar nicht bewiesen ist, sondern erstmal wirklich anzuerkennen, das fühlt diese Person gerade und dann darüber sozusagen überhaupt wieder eine Gesprächsebene zu finden. Also deswegen, ich wollte nur nicht, dass ich davon falsch verstanden wurde. Also diese Sachebene ist unglaublich wichtig. Sie ist halt, hilft halt nur nicht immer in jeder Situation im Prozess. Es braucht manchmal noch diese Ergänzung durch, sagen wir mal, die emotionale Ansprache und das emotionale Verständnis vor Ort. Und vielleicht eine als kurze Nachfrage. Sie hatten gerade das Gespräch erwähnt, also im direkten Gespräch, wenn man vor Ort vielleicht am besten noch ist, im Gemeindesaal zusammensitzt, ist das sicherlich möglich. Aber gibt es eben solch eine, sagen wir mal, Kommunikation auf der emotionalen Ebene auch etwas abstrakter? Also ist es auch noch anders möglich als nur im persönlichen Gespräch? Ja, also ich bin natürlich jetzt da gebiased, aber ich finde tatsächlich dieses Scrolly-Telling, wo ich den Link aus dem Uber-Projekt reingesetzt habe, ich finde, die haben das sehr gut gelöst. Also die haben sozusagen ganz authentisch, ernsthaft auch die nicht so guten Punkte, ne? Damit hängt das ja auch zusammen, dass man beschreibt, ja, welche Kritikpunkte gibt es eigentlich und was kann einen alles auch stören an zum Beispiel an einer Windkraftanlage und, ne, sozusagen ganz auch mal ästhetisch, es findet halt nicht jeder schön oder so. Ne? Und das heißt, also ich glaube auch dort wichtig, so eine authentische Kommunikation, auch Dinge benennen, trägt auch dazu bei, sozusagen sich da emotional einzupendeln beziehungsweise so ein Vertrauen aufzubauen. Also da kommt es halt auch wieder auf die Quelle an. Also wenn die Fachagentur Windenergie oder wenn ein anderer, ein unabhängiger Akteur, auch ein Naturschutzbund oder andere sozusagen so intermediäre Akteure Informationen auch dazu darstellen, wirkt das vielleicht anders, als wenn das jetzt der Betreiber macht, weil ich das von dem einfach erwarte, ne, dass er das sozusagen positiv framet, was er verkaufen möchte. Also ich glaube, es geht natürlich über Bilder und über Sprache, auch in Print- oder Online-Versionen geht es natürlich auch. Ich glaube halt tatsächlich, dass dieses, ne, sozusagen am Ende des Tages so zu Peer-to-Peer vor Ort, also wenn Menschen dann nur miteinander sprechen und sozusagen die Ängste mit aufnehmen oder so, dass sich das dann doch öfter klären lässt als, oder dass das der einfachere Weg zumindest ist. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, Irina, hast du andere noch Punkte dazu? Also wenn, dann gerne sehr schnell und ich fürchte, ja, dann kommen wir jetzt auch gleich. Kann ich auch gerne mehr Spaß machen. Ich würde nur noch rausgreifen, dass ich denke, man kann vor Ort ist tatsächlich der intensivste und wichtigste Ansatzpunkt, denn da kann man ja eben auch schauen, was nicht trennt, sondern was verbindet. Denn es geht darum, den anderen zu sehen, authentisch und aufrichtig und auch zu schauen, nur weil ich eine andere Position habe, heißt es ja nicht, dass ich den anderen Menschen nicht mehr angucken kann. Es geht um respektvolles Miteinander und wir sind natürlich, wenn es vor Ort ist, und die Akteure ja alle Teil dieser Gemeinschaft und das dann zu betonen, dass man erstmal auch wieder in Kontakt miteinander kommt und nicht in Fronten und Partei bleibt sozusagen. Das war, hoffe ich, schnell genug. Ja, herzlichen Dank, Frau Rau, Herr Hildebrand, Frau Lüdi. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit, die Sie in die Vorbereitung und eben auch heute in die Veranstaltung.
Veranstaltung gesteckt haben. Ich hoffe sehr, dass wir unseren über 130 Teilnehmerinnen heute einen guten Überblick geben konnten über den Stand der Akzeptanzforschung. Wir haben uns eben mit wichtigen Faktoren auseinandergesetzt, Verfahrensgerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit, ein bisschen zumindest Vertrauen in verschiedene Akteure, aber eben auch die generelle Einstellung zur Energiewende, soziale Normen, all das spielt immer zusammen, wenn es um die Akzeptanz vor Ort gegenüber erneuerbaren Energien geht. Wir machen jetzt noch einen ganz kleinen Ausblick hin zu unseren nächsten Veranstaltungen. Die Webseminarreihe geht weiter über das ganze Jahr, jeden dritten Donnerstag. Und im Februar, am 17. Februar, wollen wir uns smarten Quartieren zuwenden. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns im Nachhinein kontaktieren. Es waren jetzt wenige Fragen, die noch übrig geblieben sind. Wenn da etwas Dringendes dabei ist, schreiben Sie mir gerne per E-Mail, dann gebe ich das auch gerne nochmal an die Referentin weiter. Die Aufzeichnung des Webseminars und die Folien, die bekommen Sie jetzt im Nachgang per Mail als Link. Ich danke Ihnen nochmal in die Runde an unsere Referentin und auch an die Teilnehmerinnen, an Sie. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und auf Wiedersehen. Danke. Tschüss. Vielen Dank und alles Gute.